So, in diesem Aufsatz versuche ich einen relativ großen Wurf. Ich möchte dabei einen systemischen Prozess erklären, der in der vorliegenden Form mindestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts stattfindet, nämlich die staatliche Territorialisierung als leer konstruierter Räume. Hier muss ich zwei Begriffe klarstellen. Leer bedeutet in der Regel nicht physisch leer. Da leben Menschen mit ihren eigenen politischen Strukturen. Diese werden aber von den territorialisierenden Mächten nicht als gleichrangig anerkannt. Zweitens bedeutet Territorialisierung die Transformation von Raum in beherrschte und abgegrenzte Territorien. Mit Territorien meine ich jetzt aber nicht nur souveräne Räume, sondern auch staatlich kontrollierte Räume anderer Art, zum Beispiel die ausschließliche Wirtschaftszone auf dem Hohen See. Es gibt eine umfangreiche Literatur aus den Bereichen State Building, State Formation, man kennt da zum Beispiel James Scott und andere, die die Ausweitung staatlicher Herrschaft in die innere Peripherie darstellen. Da stecken viele gute empirische Beobachtungen und viele gute Ideen drin, die für mich auch durchaus hilfreich waren, aber ich beschäftige mich mit der Transformation nicht von internen Räumen, sondern von solchen, die außerhalb staatlicher Herrschaftsgebiete liegen. Historische Beispiele gibt es da viele. Der europäische Imperialismus in Afrika und Asien, die American Frontier, die russische Expansion nach Zentralasien. Aktuell können wir solche Prozesse auf den Weltmeeren beobachten, in der Tiefsee, im Cyberspace und künftig sicherlich auch in einigen Teilen des Weltraums. In meinem Papier argumentiere ich, dass das internationale Staatensystem einen inhärenten Drang hat, leere Räume, und bei leer muss man wirklich die Anführungszeichen immer mithören, unter seine Kontrolle zu bringen. Warum? Sage ich gleich mehr zu. Spoiler: Der Kapitalismus spielt dabei eine wichtige Rolle. Interessant dabei ist, dass Territorialisierung nicht kontinuierlich geschieht, sondern so eher in Schüben oder Episoden stattfindet. Das heißt, ein unregierter Raum kann unter Umständen lange Zeit unregiert bleiben. Sobald jedoch der Territorialisierungsprozess beginnt, vollzieht er sich relativ schnell, bis er an eine Grenze kommt. Ich habe verschiedene Theorien herangezogen, um die Ursachen zu verstehen. Hier gibt es einmal Kapitalismustheorien, speziell solche aus der marxistischen Geographie von Henri Lefebvre oder David Harvey zur Produktion des Raums oder Theorien der Landnahme oder Enclosure. Kern der ganzen Sache ist, der Kapitalismus betrachtet leere Räume als einen Ort ungenutzter Ressourcen, die in Wert gesetzt werden müssen. Hinzu kommen aber auch Theorien der englischen Schule über die internationale Gesellschaft, die durch bestimmte Spielregeln organisiert ist. Eines dieser Spielregeln ist das Regime wechselseitiger Anerkennung, durch das Staaten sich gegenseitig ontologische Sicherheit verschaffen. Hinzu kommt ein normatives Ideal des Territorialstaats. Wichtig in der englischen Schule ist die Idee des Großmachtmanagements, die auch für dieses Papier relevant ist. Das heißt, große Mächte spielen eine wichtige Rolle bei der Frage, ob ein Raum territorialisiert wird oder nicht. Dazu gleich noch etwas mehr. Das sind jetzt alles Ideen mit einem relativ hohen Abstraktionsgrad. Um sie in beobachtbare Mechanismen zu zerlegen, habe ich ein Modell zur Erklärung des Timings von Territorialisierungsepisoden erarbeitet. In das sind die eben genannten Theorien eingeflossen. Auf der linken Seite der Kapitalismus, rechts die Großmachtpolitik. In der Mitte kommt noch was Wichtiges dazu, nämlich Technologie im Sinne von Herrschaftstechniken, die wechselseitig mit beiden Strängen verflochten ist und damit auch ein wichtiges Bindeglied zwischen ihnen darstellt. Unten ist dann das Ergebnis des Prozesses, also entweder Territorialisierung oder Nicht-Territorialisierung eines leeren Raums. Man muss das so lesen, dass die beiden vorgelagerten Faktoren notwendige und gemeinsam hinreichende Bedingungen darstellen. Das heißt, es kommt zur Territorialisierung, wenn die ökonomischen Aussichten der Territorialisierung gut sind und wenn große Mächte sich dem nicht entgegenstellen. Ich behandle im Text zwei Fallbeispiele, um die Validität dieses Modells zu illustrieren. Das erste ist der sogenannte Scramble for Africa. Auf diesen beiden Karten kann man den Unterschied ganz gut sehen. Die linke Karte ist von 1829, die rechte von 1890. Der Scramble hat im engeren Sinne den Zeitraum von 1881 bis 1913 und da vor allem die 1880er und 1890er. Interessant ist hier für mich wirklich das Timing. Europäische Mächte hatten in Afrika schon seit dem 16. Jahrhundert Protektorate und Kolonien an den Küsten, aber nie im Landesinneren. Und was hat sich da geändert? Da finden wir alle Faktoren aus dem Modell wieder. Zum einen die technologischen Möglichkeiten durch die Entwicklung von Malaria-Prophylaxe,
Flussfahne, Dampfschiffen, Repetiergewehren. Die wirtschaftlichen Veränderungen, Afrika verlor seine Rolle in der Sklavenökonomie, wurde nun zum Rohstofflieferanten für den aufstrebenden Industriekapitalismus in Europa. Und letztlich der Verfall britischer Hegemonie über die Meere und über Afrika, durch den dann der bekannte Wettlauf entstand, angespornt von aufstrebenden Großmächten wie Deutschland. Das zweite Beispiel ist die Ausweitung von Seegrenzen am Beispiel der Küstengewässer. Im rechten oberen Bild kann man sehen, was vom alten Mare Liberum noch übrig ist. Das ist die hohe See außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszonen. Im unteren Bild ist nochmal differenziert, welche Art von Kontrollansprüchen Staaten nach der Seerechtskonvention beanspruchen können. Wichtig ist hierbei, nicht alle diese Zonen sind souveräne Zonen. Das kann man höchstens für das Küstenmeer noch sagen. Selbst da gelten Einschränkungen. Je weiter weg von Land, desto geringer sind die Rechte, die sich für Staaten daraus ergeben. Hier können wir eine wahnsinnige Dynamik seit der Mitte des 20. Jahrhunderts beobachten. Küstengewässer waren historisch ungeregelt, die meisten Staaten folgten der sogenannten Dreimeilenzone. Aber es gab ab 1947 unilaterale Ausweitungen auf alle möglichen Längen bis zu 200 Meilen teilweise. Geregelt wurde das erst 1982 mit der UN-Seerechtskonvention, wo die Küstengewässer auf eine 12-Meilenzone festgelegt worden sind. Auch in diesem Prozess können wir ökonomische, technologische, politische Faktoren finden, die den Bedingungen, im Papier mache ich das am Beispiel des ersten Kabeljaukriegs, der zwischen Island und Großbritannien in den 1950er Jahren stattgefunden hat. Zum Schluss, die Kernbotschaft ist, es kommt zur Territorialisierung leerer Räume, wenn die ökonomischen Anreize da sind und es nicht durch Großmächte verhindert wird. Beides hängt aber davon ab, ob die dafür notwendigen Technologien verfügbar sind. Vielen Dank.